Es ist 2 Minuten vor Mitternacht an Silvester und wir gucken uns mal, wie mein Hund reagiert, wenn es gleich draußen anfängt zu böllern. Ruhe. Super. Sehr gut. Komm mal mit. Super, mal sieht's. Sehr gut. Ja, du hast dich komplett vollgesudelt an der Nase, gell? Ich habe hier so ein bisschen körnigen Frischkäse, an dem sie sich gerade vergnügen kann. Der war jetzt so 20 Meter vor unserem Fenster und sie hat das eigentlich ganz gut ausgehalten. Man kann ihr aber an ihrer Körpersprache anmerken, dass es sie nicht kalt lässt. Erstmal schlägt sie hier sehr vehement, was sie normalerweise nicht tun würde. Und außerdem kann man sehen, dass die Stirn sehr glatt ist und die Ohren so ein bisschen nach hinten gekippt sind. Was bei ihr typischerweise der Fall ist, wenn sie so ein bisschen resigniert hat. Außerdem stockt sie beim Fressen immer mal wieder, weil sie so einen kurzen Moment der Skepsis hat. Der war basically bei uns auf dem Balkon. Alles, was ich jetzt tun kann, ist selbst so entspannt wie möglich zu sein und dafür zu sorgen, dass mein Hund mit irgendwas beschäftigt ist, was ihm Spaß macht, damit der Fokus eben nicht auf diesen komischen Geräuschen außerhalb liegt.